selten eine Branche, wo alle nebeneinander beurteilt werden. Es gibt das nicht in der Medizin, bei den Juristen. Bei uns in der Mode werden alle nebeneinander gezeigt und dann wird geurteilt. Ich habe mir irgendwann mal abgewöhnt, das wichtig zu empfinden, weil ich tue alles von meinem Herzen, was für mich wichtig ist. Und das mache ich mit meinen Partnern, die mir wichtig sind. Und wir sind eine Einheit. Und dann kann der Rest der Welt machen, was er will. Manchmal ist man schon etwas erschöpft. Ja? Es ist ja nicht nur so, dass ich die Anja Gockel-Kollektion mache. Ich habe auch 4 Kinder. Ich habe zum Glück auch einen Mann. Und das alles muss man jeden Tag wieder ausbalancieren. Und ja, natürlich kommt einem dann manchmal das Gefühl, oh Gott, das ist einfach alles zu viel, was du dir im Leben vorgenommen hast. Aber glücklicherweise am nächsten Morgen nach 8 Stunden Schlaf sieht das alles wieder ganz anders aus. Also wenn ich dieses Gefühl habe, lege ich mich schlichtweg ins Bett und warte bis zum nächsten Morgen. Die enge Phase vor der Kollektion, da muss die Familie ein Stück weit zurückstecken, aber deshalb will ich sie auch mit hier integrieren, deshalb sind sie auch mit in Berlin, weil das ist ganz wichtig, damit sie sehen, warum. Und dieses Warum ist, glaube ich, immer das Wichtigste dabei. Jeder kann sich zurücknehmen oder kann auch alles geben, aber es ist so wichtig zu wissen, warum mache ich das. Die Balance ist in unserem Leben, in der Familie, wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil wir versuchen immer auf jeden auch Rücksicht zu nehmen und zu gucken, wie geht es demjenigen. Ja, wir hatten jetzt gerade, meiner kleinen Tochter ging es gerade nicht so gut in der Schule und dann ist wirklich der Fokus auf sie und jetzt ist der Fokus auf mich wegen der Modenschau. Aber jeder von uns hat immer wieder seinen Fokus und das ist, glaube ich, das, was unsere Balance ausmacht, dass wir niemanden dabei vergessen, weil das ist, die Familie ist letztendlich unser Leben. Und mein Job ist einfach meine Vision und mein Traum. Und das miteinander zu verbinden, das üben wir täglich. Die Momente, wo alles zu viel wird, gibt es natürlich. Und das sind meistens die Momente, wo ich dann einfach Hilfe brauche. Und wenn ich dann meine Lieben nicht um mich habe, dann kann es mal kippen. Ja? Und dann werde ich auch echt aufgeregt. Aber meistens sind sie dann ja da und dann komme ich wieder runter und alles ist gut. Weil da muss man einfach balancieren und das tut gut, wenn dann immer bei ihm ist. Wir haben uns schon seit einem halben Jahr darauf vorbereitet, indem wir die Kollektion gemacht haben aus 50.000 Stoffen, die 20 schönsten rausgesucht haben. Und so viel im Hintergrund läuft da und die Fäden führen nur hier zusammen. Also klar, man kann sehr viel vorbereiten, aber wirklich dann muss alles ineinander kommen und jeder muss funktionieren. Und das muss man dann einfach hoffen, dass es so ist. Jetzt ganz kurz vor der Show, man merkt, dass die Interviewtermine kommen und alles jetzt wirklich wie eine Uhr funktionieren muss. Das ist echt alles, da sind alle Gefühle gleichzeitig. Also das kommt von Angst, Freude, Glück, aber auch extreme Anspannung. Also deshalb, jetzt muss ich einfach weitergehen, damit alles klappt. Ist der Name meiner neuen Kollektion und Thea bedeutet im Griechischen Göttin und damit meine ich, Frauen, fokussiert euch auf das, wo ihr eure Stärken seht, das, was ihr im Leben wollt und spot on. Und alles andere, was nicht so gut ist oder wo ihr sagt, da bin ich viel schwächer als jemand andere, holt euch die andere dazu und macht es gemeinsam. Aber wenn wir das lernen, dann kann jeder von uns Göttin sein für einen Bereich. Erleichtert und es geht alles so schnell. Es ist unfassbar, wie wahnsinnig das immer ist. Aber ich habe das Gefühl, von den Mädels, von den Models merkt man, ob die diese Vibes fühlen da draußen und die waren begeistert. Also insofern habe ich ein gutes Gefühl. Ich danke echt meinem Team,
dass sie das so mitgemacht haben und ja, dass wir gemeinsam das alles hinkriegen.